In Berlin-Kreuzberg macht Rechtsanwältin Brigida Braun gerade Feierabend und freut sich auf eine Verabredung mit einer guten Freundin, als überraschend eine fremde Frau mit einem Baby auf die engagierte Anwältin zustürmt. Schönen guten Abend. Sind Sie Frau Braun, die Rechtsanwältin von, die damals Nadifa Said im Asylverfahren irgendwie vertreten hat? Ja, ich kenne genau. Frau Said, genau. Ja, das ist ganz wichtig. Also, wie gesagt. Aber Entschuldigung, ich bin wirklich. Bitte, Frau Braun. Lassen Sie sich doch nein, gehen. Nein, das, so viel Zeit haben wir gar nicht. Also, wie gesagt, wir brauchen ganz dringend Ihre Hilfe. Nicht wir, sondern Amina. Das ist die Tochter von Nadifa. Ja, aber sie lebt doch bei Nadifa. Was machen Sie hier Nadifa eigentlich? Nadifa ist tot. Seit 4 Wochen. Die hatte einen schrecklichen und tragischen Autounfall. Und jetzt ist sie bei mir und ich kümmere mich drum. Und jetzt soll sie abgeschoben werden. Und kommen Sie. Setzen wir uns 5 Minuten hin, ja? Sagen Sie mal, aber haben Sie zu der Sache irgendwas Schriftliches? Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, vom Amt. Und die geben ihr 2 Wochen Zeit, um freiwillig irgendwie auszureisen. Sie soll abgeschoben werden. Aber wer sind Sie denn überhaupt? Und wie kommen Sie zu dem Kind? Ich bin Petra Dienstag und Heilpädagogin im Kinderheim und Betreuerin, Bezugsperson von Amina. Ich verstehe, das Kind ist natürlich jetzt im Kinderheim nach dem Tod der Mutter. Großer Gott, ist das entsetzlich. Sagen Sie mal, hat das Kind, mein Gott, ist das süß, hat das Kind noch Verwandte im Heimatland? Die Großeltern, aber es ist auch unwahrscheinlich, dass sie nehmen werden, weil sie ist ja auch sozusagen ein Mischlingskind. Naja, ist natürlich ein sehr, sehr traditionsbewusstes Land. Das kann natürlich zu Problemen führen, um Gottes Willen. Auch geben Sie sie mir mal ganz kurz. Gott, ist die Gott im Himmel. Selbstverständlich kümmere ich mich darum. Wirklich? Danke schön. Ich kümmere mich um alles. Sagen Sie mal, wer ist denn eigentlich, wer hat denn jetzt die Vormundschaft? Irgendjemand vom Jugendamt, aber das weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Hören Sie mal, wir machen Folgendes. Darf ich das nicht haben? Ja, selbstverständlich. Ich rufe morgen früh, ich gehe am besten gleich hin. Okay. Zum Ausländeramt. Das ist garantiert ein Missverständnis. Vielen ich kläre das, ja? Ich erreiche Sie da in diesem Kinderheim. Genau. Ich weiß, wo es ist. Ja, genau. Ja? In Ordnung. Ich sage Ihnen dann Bescheid. Direkt am nächsten Morgen fährt Brigida Braun zum Berliner Ausländeramt. Die Rechtsanwältin möchte ihrer ehemaligen Mandantin auch über den Tod hinaus helfen und die Abschiebung ihrer kleinen Tochter verhindern. Brigida Braun bringt es nicht übers Herz, die kleine Amina im Stich zu lassen und setzt alles daran, Sachbearbeiterin Irene Richrath ins Gewissen zu reden. Ich bin in Sachen Amina Hirsi Said hier. Ich habe ein Schreiben von Ihnen. Wissen Sie, ich habe Aminas Mutter früher vertreten in einem Asylverfahren. Und in diesem Schreiben fordern Sie das Baby auf, das Land zu verlassen. Unter Fristsetzung. Einen Moment bitte, einen Moment. Ja. Ich muss den Vorgang erst mal nachschauen. Selbstverständlich. Hier ist sie nicht. Hier schauen. Ja. Ja, genau. So. Ja, Sie sehen ja, es ist ein Baby. Wieso sind Sie verwundert? Es ist doch in ganz Deutschland absolut unüblich, dass Kleinkinder und Babys abgeschoben werden. Das ist gewissermaßen ein ungeschriebenes Gesetz. Und deswegen, also mit allem Respekt, aber wundere ich mich, warum Sie sich eigentlich daran nicht auch halten. Welche Legitimation haben Sie eigentlich hier, als guter Engel der armen Babys aufzuschlagen? Allein Ihr Staatsexamen, Frau Braun, reicht da nicht aus. Frau Richrath, hören Sie mal. Ich habe im Augenblick keine Legitimation, das muss ich zugeben. Im Augenblick ist das Jugendamt der Amtsvormund. Ja? Aber ich habe Ihnen dargelegt, warum ich hier bin, welche Bindung zu diesem Kind besteht, eben über meine Mandantin. Darüber hinaus bin ich doch einfach als Mensch hier. Hören Sie mal, Sie wollen ein Baby nach Somalia abschieben in ein Krisengebiet. Also ich meine, das verbietet schon jegliche menschliche Moral. Dort sind die Großeltern zu Hause und da hat das Kind eine Familie. Ja, aber die Familie kennt das Kind doch gar nicht, hören Sie mal. Und darüber hinaus, Amina ist ein Mischlingskind. Wir wissen doch gar nicht, ob die Familie das Kind akzeptiert. Ja? Und noch einmal, Kinder in Somalia, in diesem Land, sind bereits nicht sicher. Und Sie wollen dieses Baby aus der Sicherheit Deutschlands heraus in ein Krisengebiet hinein katapultieren. Das geht nicht. In Berlin-Marzahn ist auch Krisengebiet oder Neukölln oder. Würden Sie da nachts alleine auf die Straße gehen als Frau? Ich würde das nicht tun. Frau Richrath, ich bitte Sie, worüber reden wir denn hier, ja? Das Kind hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen Vater, der Deutscher ist. So,
Spätestens dann hat das Kind ein Bleiberecht hier und der Vater seinerseits hat doch einen Anspruch darauf, sein Kind bei sich zu haben. Solange der Vater nicht angegeben ist, Frau Braun, ist das total egal. So, und jetzt gehen Sie bitte, ich habe zu arbeiten. Also den Vater dieses Kindes werde ich finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben mache, also dieser Amtsdrachen, ja, man muss wirklich alles dran setzen, zu verhindern, dass diese Frau im Leben des armen Kindes herumpfuscht. Das ist empörend. Lass für dich das Licht an, obwohl's mit so hell ist. Anwältin Brigida Braun sagt alle Termine für den Vormittag ab und fährt direkt im Anschluss an das Gespräch auf dem Ausländeramt zu Petra Dienstag ins Kinderheim. Wenn wir nichts unternehmen, schiebt sie Amina ab. So, ja? Keine Skrupel. Ich habe eine Wut, ich habe so einen Hals. Ach du Scheiße. Mensch, der Kleine. Entschuldigung, aber können wir da gar nichts mehr machen? Naja, also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also der einzige Ausweg wäre wirklich, den Vater zu finden. Ja, verstehen Sie? Sie ist eine Mulattin, also gehe ich davon aus, dass Ihr Vater ein Weißer ist, möglicherweise ein Deutscher. Naja, aber wie soll das funktionieren? Ich meine, die Frau hat jetzt 6 Jahre in Deutschland gelebt. Und ich meine, wie sollen wir das rauskriegen? Naja, das ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Trotzdem müssten wir mit was anfangen. Moment, ich habe da nämlich noch was. Apropos. Haben Sie was aufbewahrt? Ja, ich habe private Gegenstände aus der Wohnung rausgenommen von Nadifa, als sie verstorben ist, extra für Amina. Als Erinnerung für später. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Der erste Teddy. Gott, wie süß. Okay, das brauchen wir nicht. Nee. Mutter, oh Gott, wie süß. Ja. Was ist denn hier? Lassen Sie doch mal gucken. Oh, gucken Sie mal. Oh, war die hübsch. Mit Familie. Ja. Gucken Sie sich das mal an. Na, das ist doch, ja, Nadifa. Das ist doch Nadifa mit einem Mann. Ah, die Räume kenne ich von irgendwoher. Verdammt noch mal, ich komme jetzt nicht drauf. Ja. Suchen wir einfach mal weiter. Das wäre doch ein Anhaltspunkt. Mhm. Das behalten wir mal hier. Was ist das? Keine Ahnung. Holen Sie das mal auf. Also, was haben wir das? Hier? Tanzschule Köpenick. Na ja, natürlich, jetzt erkenne ich es wieder. Klar, das ist die Tanzschule. Da war ich einmal mit der Tochter einer Freundin beim Abschlussball vom Tanzunterricht. Aha. Also. Okay. Gut, kurz und gut. Sie nehmen sich dieses Foto, Sie gehen dorthin, ich gebe Ihnen die Adresse und fragen dort herum, wer dieser Mann ist. Hallo? Ist hier jemand? Ist er doch? Ah. Hallo. Hallo. Guten Tag. Interessieren Sie sich fürs Tanzen? Nein, also Tanzstunden möchte ich nicht nehmen. Vielleicht erstmal mit einer Probestunde anfangen? Nein, ich bin eigentlich nur hier, weil ich möchte ein paar Informationen über einen Mann holen. Aha. Ja, ich weiß, es hört sich total dämlich an und total bescheuert, aber können Sie mir vielleicht sagen, wer der Mann auf dem Bild ist? Nee, das weiß ich nicht, wer der Mann ist. Ich habe auch gesehen, dass die Nadifa Hirsi Said hier Tanzlehrerin war. Ist das jetzt ein Freund oder ein Kunde gewesen? Die arbeitet hier nicht mehr. Ob das ein Freund oder ein Kunde war, das weiß ich auch nicht. Das ist. Nadifa hat mit jedem Mann was angefangen. Also, okay. Ich muss jetzt auch weitermachen. Nee, halt, das ist ganz wichtig für mich. Also, ich muss es wissen. Wissen Sie, wie der heißt? Warum ist denn das so wichtig für Sie? Ist das Ihr Mann? Hat die Schlampe Ihnen auch einen Mann ausgespannt? Nein, die Schlampe ist tot und hat ein Kind. Und ich will jetzt rausfinden, wer der Vater ist. Und nur weil Sie ein Problem mit ihr haben, hat das Kind damit nichts zu tun. Ja, da haben Sie natürlich recht, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Na, können Sie mir, Moment, nee, können Sie mir wenigstens sagen, wo er gewohnt hat oder irgendwas? Also er war nicht als Kunde registriert. Ich habe keine Adresse, aber ich denke mal, der kommt auch hier aus Köpenick irgendwo. Der war öfter da. Das ist ein Bild vom Sommerfest von 2012 und in der Zeit war er öfter hier. Hm. Mehr kann ich Ihnen da wirklich nicht sagen. Ich muss jetzt auch weitermachen. Viel Erfolg. Tschüss. Nur 2 Stunden später treffen sich Rechtsanwältin Brigida Braun und Heilpädagogin Petra Dienstag vor dem Kinderheim. Bei einem Spaziergang mit Baby Amina wollen die beiden Frauen die Ergebnisse ihrer Bemühungen besprechen und gemeinsam eine Strategie entwickeln. Ich war beim zuständigen Richter, ja, und habe ihm mein Leid geklagt mit dem Jugendamt und dessen Untätigkeit, ja. Da sagte nur, ja, also der ist nicht zuständig, der Rechtspfleger ist zuständig, ich soll mich an den wenden. Oh. Hä?
Naja, im Prinzip hat er ja auch recht. Der Rechtspfleger ist zuständig. Aber ich meine, der Mann hat doch den Hut auf, ja? Der kann da auch was anschieben. Na, immerhin hat er gesagt, in Ordnung, der versteht jetzt meine Beschwerde so, dass ich möchte, dass die Vormundschaft auf mich übertragen wird und die Amtsvormundschaft dann endet. Und er würde sich um alles kümmern. Ja, und was heißt das jetzt ganz genau auf Deutsch nochmal so übersetzt? Das bedeutet, dass ich Aminas Vormund werden könnte. Na, ist doch super, was Besseres gibt's doch für Amina gar nicht. Ja, denke ich doch auch. Ich meine, ich kann natürlich so viel mehr für sie tun, ja. Mhm. Trotzdem, nach wie vor müssen wir den Vater finden. Apropos Vater, haben Ihre Recherchen was ergeben? Ja, bingo. Und zwar, sie war die Trainerin in der Tanzschule und hat da, wie gesagt, auch Spuren hinterlassen. Das heißt also, der Mann auf dem Bild war Nadifas Freund. Wie der aber heißt, weiß ich leider nicht. Das ist doch toll. Aber sagen Sie, hat Nadifa zuletzt alleine gewohnt? Ja, auf jeden Fall. Also die Wohnung, die war frisch renoviert. Da standen auch noch so Farbeimer rum und Umzugskartons. Also nicht neu eingezogen. Genau, genau. Sagen Sie mal, mir kommt da eine Idee. Haben Sie irgendwo da vielleicht noch ein altes Telefonbuch? Wir könnten mal gucken, wie das früher war, ob sie mit jemandem zusammen gewohnt hat. Doch, ganz sicher. Eine Sekunde, ganz kurz. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ich bleib bei der Kleinen, okay. Nadifa, Hirsi Said und Alex Bernstein. Guck mal, sie waren mit ihm zusammen. Alex? Ringstraße 3 in Köpenick. Telefonnummer. Hammer, Alex. Das heißt also, der Mann auf dem Foto könnte eigentlich Aminas Vater sein. Dann haben wir den noch gefunden. Petra Dienstag will Rechtsanwältin Brigida Braun im Kampf um das Bleiberecht des Babys tatkräftig unterstützen. So still. Noch am gleichen Abend fährt sie zu dem Wohnhaus, in dem Aminas Mutter Nadifa gemeinsam mit Alex Bernstein gelebt hat. Die Heilpädagogin ist nervös, denn sie hofft, den Vater des Babys tatsächlich gefunden zu haben. Hallo. Schönen Tag. Petra Dietzack, mein Name. Ja. Ich arbeite im Kinderheim. Ich suche einen Alex Bernstein. Ja, das bin ich. Also Alexandra Bernstein. Nein, ich suche einen Herrn Alex Nein, Bernstein. Den gibt's hier nicht. Also hier wohnt nur Alexandra Bernstein und das bin ich. Okay, ja, gut. Es geht eigentlich darum, und zwar um Nadifa. Ja. Sie haben doch mal mit ihr zusammen gewohnt, oder? Genau, sie hat bei mir gewohnt. Wollen Sie kurz reinkommen? Aber bitte beeilen Sie sich. Ja, es dauert auch nicht allzu lange. Ich habe nicht viel Zeit, ich muss zur Arbeit. Ja, danke schön. Nadifa hatte vor 4 Wochen einen schrecklichen Verkehrsunfall und ist halt verstorben. Was hatte sie? Ich wusste nicht, dass Sie es nicht wissen. Und auf jeden Fall, Nadifa hat eine Tochter. Und ich suche jetzt halt den Vater. Ich muss mich kurz setzen, tut mir leid. Kommen Sie bitte mit. Die kleine Amina, die soll jetzt abgeschoben werden nach Somalia. Und nur der leibliche Vater, der kann halt jetzt irgendwie noch helfen. Und ich weiß, aber gucken Sie sich mal das Bild an. Ich weiß, dass der Mann auf dem Bild hier was mit Nadifa hatte. Können Sie mir sagen, wer das ist? Das ist Paul. Sie hatten, ja, aber sie hat gesagt, sie weiß nicht, wer der Vater ihres Kindes ist. Moment, Sie kennen den Mann, also Paul. Ja. Haben Sie auch noch einen Nachnamen für mich? Nein, ich weiß nur, dass er Zahnarzt ist und dass die beiden ein halbes Jahr eine Affäre ungefähr hatten. Und wir immer Scherze gemacht hatten darüber, dass ihre Zähne abgesichert wären. Oh Gott, ey. Okay, und wie lange ist es jetzt ungefähr her, wo Sie das letzte Mal gesehen haben? Ein Jahr circa. Ich glaube, weniger sogar noch. Ich kann das gar nicht glauben. Sie war immer so ein fröhlicher Mensch gewesen. Es tut mir einfach nur leid. Hallo, Frau Braun. Ja, ich bin's, Petra Dienstag. Ja, also ich war jetzt eben gerade bei Alex Bernstein. Und Sie werden es nicht glauben, es ist eine Frau. Ja, ich war auch total überrascht. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass der Mann auf dem Bild Paul heißt und Zahnarzt ist. Brigida Braun hat vom Gericht die Vormundschaft für die kleine Amina übertragen bekommen und nur noch 2 Wochen Zeit, den Vater des Säuglings zu finden. Direkt am nächsten Morgen fährt die Rechtsanwältin zu Zahnarzt Dr. Paul Schönlein. Vermutlich ist er der Vater des Kindes. Guten Tag, ich bin Rechtsanwältin Braun. Spreche ich mit Herrn Dr. Schönlein? Richtig, was kann ich für Sie tun? Herr Dr. Schönlein, vielleicht könnte ich vielleicht reinkommen. Es ist sehr privat. Es geht um Nadifa Hirsi Said. Kenne ich nicht.
Ja, schon, nein, doch, Sie kennen sie und Sie kennen sie sogar sehr gut. Schauen Sie, Sie hatten ja ein Verhältnis mit ihr. Ja, doch. Ich kenne diese Frau nicht. Herr Schönlein, hören Sie mal, was ich Ihnen mitteilen wollte, ist, Frau Said ist tot. Sie hat allerdings ein Kind und ich bin auf der Suche nach dem Kindesvater. Ich weiß nicht, warum Sie mir das erzählen. Ich kenne diese Frau nicht, ich habe kein Kind und ich möchte gerne, dass Sie mein Grundstück verlassen. Na, ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie der Vater des Kindes sind. Das ist ja nicht zu fassen. Hören Sie mal, ich hinterlasse hier meine Visitenkarte. Eisklotz von einem Menschen. Hallo, Schatz. Spar dir, Schatz. Wer war die Frau, die hier gerade das Haus verlassen hat? Welche Frau? Die Frau, die gerade hier unser Haus verlassen hat. Ach so, die ist Anwältin. Paul, ist das deine neue Affäre? Die ist Anwältin. Ach, und zufällig kommt die Frau Anwältin gerade hier rein? Ja. Und warum? Weil sie mich verklagen will, weil ein Patient angeblich Probleme mit seinem Zahnersatz hat, weil die Implantate nicht passen und jetzt wollen sie Geld rausschinden. Paul, das ist eine ganz billige Nummer. Rede dich nicht raus. Tu mir bitte einen Gefallen. Lass doch bitte mal die alten Geschichten ruhen. Es ist keine Affäre von mir, sondern eine Anwältin, die mich verklagen will. Bitte hab doch Paul, endlich wieder Vertrauen zu Paul, mir. Ich hab dir schon so viele Chancen gegeben. Die Zeit ist vorbei, weißt du? Du weißt, das ist deine letzte Chance. Du weißt das. Tu mir bitte einen Gefallen. Mann. Hier. Komm. Komm her. Guck mal, was steht hier? Steht hier Rechtsanwältin? Hast du zufällig gerade die Visitenkarte in der Post gefunden? Ganz zufällig? Warte, sag mir den Namen nochmal, der da steht. Wie wird er geschrieben? Brigida Braun. Wie wird das geschrieben, der Vorname? B-R-Y-G-I-D-A. B-R-A-U-N. Und Braun ganz normal? Ja, ganz normal. Ja, bitte. Sekunde. Bitte. Ist das diese Frau, die gerade hier war? Paul, ich... Ist das echt, diese es Frau? Ist, es kommt mir vor wie immer, weißt du? Ich hab dir gesagt, es ist vorbei. Und ich bitte dich, hab endlich wieder Vertrauen. Ich versuch's einfach. Lass tut uns mir leid. Einen neuen Anfang finden, bitte. Heilpädagogin Petra Dienstag und Anwältin Brigida Braun läuft die Zeit davon. 2 Wochen sind vergangen und die Frist für die freiwillige Ausreise der kleinen Amina ist abgelaufen. Hat sich der Zahnarzt schon gemeldet? Nee, kein Ton. Und ich habe auch im Übrigen keine guten Nachrichten. Ich habe ein Schreiben bekommen des Ausländeramts. Deswegen bin ich hier. Ich wollte es Ihnen eigentlich zeigen. Ich war hier in der Nähe und ich dachte, ich komme auf den Sprung vorbei. Gucken Sie mal. Die Frist für die freiwillige Ausreise der Kleinen ist natürlich jetzt abgelaufen, ganz klar. Und der Abschiebetermin steht jetzt fest. Scheiße. Man kann es wirklich gar nicht anders nennen. Es ist wirklich scheiße. In 3 Wochen ist es soweit. In 3 Wochen soll sie nach Afrika abgeschoben werden. Und die Tante da beim Ausländeramt, die lässt nicht mit sich reden. Die ist knallhart. Das ist furchtbar. Was heißt das jetzt? Ich meine. Ja. Also ich habe natürlich Widerspruch dagegen eingelegt, ganz klar. Ich schieße jetzt aus allen Rohren. Aber was mich jetzt wirklich interessiert, ist, wie ich den Paul Schönlein dazu kriege, hier den Vaterschaftstest zu machen. Ja, aber der meldet sich doch sowieso nicht mehr. Naja, aber gucken Sie mal. Ich meine, die ganzen Umstände der Affäre, das Alter der Kleinen und auch sein Verhalten, also es spricht doch Bände. Er verhält sich wirklich wie ein nicht ehelicher, erwischter Vater. Ja? Naja, ich muss mir das jetzt einfach mal überlegen. Ja? Ich habe da schon so einen Anflug eines Plans, ja. Ich guck mal, tschüss, meine süße Kleine. Oh Gott, ist die süß. Also, ich muss jetzt weiter, ja? Gut. Ich wollte, wie gesagt, nur auf einen Sprung vorbeikommen. Danke aber trotzdem, dass Sie mich auf dem Laufenden halten. Mache ich auf jeden Fall wieder. Okay, ja, tschüss. Anwältin Brigida Braun will nichts unversucht lassen und fährt noch einmal zum Haus von Dr. Paul Schönlein, um den Zahnarzt doch noch zu einem Vaterschaftstest zu überreden. Das hier ist meine letzte Chance. Ich muss Herrn Schönlein jetzt klar machen, dass ich diesen Vaterschaftstest notfalls auch gerichtlich durchsetzen kann. Ja, das ist jetzt nicht so die nette Art, ja. Aber für Nettigkeiten habe ich keine Zeit. Sonst wird die Kleine in 3 Wochen abgeschoben. Ach, Sie sind doch die Anwältin, oder? Ja, Rechtsanwältin Braun ist mein Name. Sie sind Frau Schönlein? Ja. Frau Schönlein, ich hätte gerne mit Ihrem Mann gesprochen.
Mein Mann ist nicht da, der ist in der Praxis. Aber er hat mir schon erzählt, dass Sie eine Patientin vertreten. Ganz so ist es nicht, muss ich sagen. Das tut mir leid, es ist etwas komplizierter. Dürfte ich vielleicht eintreten? Dankeschön. Sehr nett. Darf ich vorgehen? Frau Schönlein, die Sache ist die, ich bin der Vormund eines Babys. Das ist ein kleines Mädchen, Amina Hirsi Said. Ich bin auf der Suche nach dem Kindesvater. Das erwähnte Kind, dessen Vormund ich bin, wie gesagt, dessen Mutter ist eine Somalierin. Das Kind aber ist eine kleine Mulattin. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Vater ein Weißer ist, verstehen Sie? Und ihr Mann und die Kindesmutter, die hatten ein Verhältnis. Und der Zeitpunkt der Geburt des Kindes, Sie verstehen, also das passt. Ich weiß, wir haben seit Jahren versucht, ein Kind zu bekommen und es hat bis jetzt einfach nicht geklappt. Tut unglaublich weh und jetzt soll er ein Kind mit einer anderen Frau haben. Warum belügt er mich immer? Frau Schönlein, ich möchte wirklich nicht unsensibel erscheinen, wenn ich das sage. Aber schauen Sie, das arme Kind kann für die Umstände seines Zustandekommens gar nichts. Ja. Und es ist jetzt elternlos, also wirklich Mutterseelen alleine, verstehen Sie? Und ich bin wirklich händeringend auf der Suche nach dem Vater, weil ich das Kind davor bewahren will, abgeschoben zu werden. Ich weiß ja, dass Sie recht haben. Das Kind kann ja nichts dafür. Sehen Sie, und deswegen bin ich hier. Ich wollte Ihren Mann darum bitten, sich freiwillig einem Vaterschaftstest zu unterziehen. Ja? Ich brauche dringend Gewissheit, wer denn der Vater ist. Ich muss das Kind retten. I wanna take you somewhere, so you know I care.